Ja. Wie ist es, wenn man zum Gebet, vor dem Gebet besser gesagt, Wudu machen möchte, man war nicht auf Toilette, muss man dann trotzdem vorher sein Geschlechtsteil säubern? Ja, das ist eine Frage, die ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Viele Leute denken, bevor man Wudu macht, muss man seine Geschlechtsteile säubern. Das heißt zum Beispiel den Hintern säubern oder das Geschlechtsteil vor dem Wudu. Das ist eine weit verbreitete falsche Ansicht. Wann säubert man seine Geschlechtsteile? Nach dem Toilettengang. Das war's. Aber nicht vor dem Wudu. Manche säubern ihre Geschlechtsteile immer vor dem Wudu. Manche denken auch, wenn sie Wind lassen, dass sie dann ihr Hinterteil säubern müssen. Nein. Nein. Außer es ist natürlich eine Katastrophe passiert, das ist was anderes. Ja, manchmal passiert das.